Vor mehr als 1000 Jahren wurde die erste Burg über Krossen gebaut. Seit mehr als 300 Jahren steht Schloss Krossen in seiner heutigen Form, aber noch nie gehörte das Gebäude der Gemeinde selbst. Doch das ändert sich jetzt. Das ist der Scheck an die Gemeinde, damit sie alle Schlossbesitzer werden, damit sie gemeinsam die Aufgaben stemmen können. Und ich sage ausdrücklich, die Kraft und den Mut des Bürgermeisters Heilands und der Stadträte in Bad Köstritz ist es zu danken, dass wir jetzt die guten Entscheidungen treffen können. Das gehört nicht zur Etikette. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es ist für euch. Ministerpräsident Bodo Ramelow übergibt einen Fördermittelbescheid über 385.000 Euro an Krossens Bürgermeister Uwe Berndt. Mit dem Geld kann die Gemeinde ihr Schloss von Bad Köstritz übernehmen. Die Nachbarn waren 2017 eingesprungen, denn die Schlossbesitzer aus Irland wollten das Gebäude an Spekulanten versteigern. Das klamme Krossen selbst konnte den Kauf damals nicht stemmen. Und auf einmal stand die Stadt Bad Köstritz im Eigentum eines Schlosses in einer anderen Gemeinde, in einem anderen Landkreis. Und das haben wir heute repariert. Der pure Wahnsinn. Das Schloss ist nicht nur ortsbildprägend, das ist auch ein Stückchen Heimat für diese Region. Wir, normales Volk, haben jetzt für uns ein Schloss, sicherlich auch mit viel Arbeit, aber wir haben den Anfang gemacht. Und es ist noch viel zu tun an einer der größten barocken Schlossanlagen in Thüringen, die über Jahrzehnte langsam verfallen ist. Vom einstigen Prunk ist nicht mehr viel übrig. Die Eigentümer der 20er und 30er Jahre verkauften die Einrichtung. Die Wehrmacht nutzte das Schloss als Lagerstätte. In der DDR war es ein Institut für Lehrerbildung. Zwar wurden in den 90er Jahren schon einmal mehr als 5 Millionen D-Mark in das Barockschloss investiert, doch es sind weitere Millionen nötig, um Schloss Krossen mitsamt der italienischen Illusionsmalerei im prunkvollen Barocksaal zu erhalten. Helfen soll dabei die millionenschwere künftige Stiftung Mitteldeutscher Schlösser und Gärten. Da gibt es drei Sorgenkinder: Schloss Reinhardsbrunn, Schloss Friedrichswerth und Schloss Krossen. Die drei sind die, die ich als erstes benannt habe, um zu sagen, die mögen dann bitte in diese Stiftung mit hineingehen. Die Gemeinde Krossen will nun gemeinsam mit der Denkmalschutzbehörde überlegen, wie das Schloss künftig genutzt wird. Ist es eine öffentliche Einrichtung an und für sich oder vermieten wir das an einem Betrieb, der sich hier niederlässt? Auch das sind Optionen, die wir bedenken sollten. Wichtig wäre, dass das komplette Schloss genutzt wird. Schloss Krossen soll nicht länger ein Sorgenkind sein, sondern ein Ort, an dem sich Einheimische und Gäste wohlfühlen können. Ein erster Schritt wurde nun getan. Viele weitere müssen folgen.